Tag Leute und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Kickstarter Preview auf meinem Kanal. Und heute stelle ich euch das Spiel Ptolemaios von Jocaranda Games vor. Ein italienischer Verlag und soweit ich das noch auf dem Schirm habe, ist es ein Reprint von einem Spiel, was schon vor einigen Jahren draußen war. Und korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber Ptolemaios hat sich halt mit den Sternbildern und den Planetenkonstellationen und sowas befasst. Und das ist auch Thema des Spiels. Also im Prinzip versuchen wir die ganze Zeit Sternenkonstellationen, bestimmte Planetenkonstellationen zu beobachten. Dadurch kriegen wir Punkte eben durch das Studium der Himmelskörper. Und wie ihr das auf meinem Kanal gewohnt seid, zeige ich euch jetzt einmal das Material und wie das Spiel dann aufgebaut ist. Gehe mit euch die Regeln durch und mache natürlich in den einzelnen Regelsteps kurze Beispielzüge, damit ich euch das visualisieren kann, wie das Ganze funktioniert. Und gebe euch dann hinten raus noch ja, so ein kleines Fazit, was ich jetzt so für einen Ersteindruck habe von dem Spiel. Wichtig natürlich an dieser Stelle, das ist halt wirklich ein Prototyp, das ist auch noch ein recht, also wie ich vermute, noch recht früher Prototyp, denn das Spiel ist, glaube ich, vor knapp einem halben Jahr an mich rausgegangen, also noch im Jahre 21. Und deswegen denkt immer dran, Material, Artwork kann und wird sich auch bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch verändern. Darauf nicht festnageln. Von der Mechanik her, ich habe jetzt nochmal das überarbeitete Regelwerk gelesen, ist das Spiel aber schon sehr final. Und die Kickstarter-Kampagne startet jetzt auch am 28. März, glaube ich. Und genau, wie ihr das dann jetzt gewohnt seid, zeige ich einmal das Material und den Aufbau. Danach gehen wir in die Regeln, dann gibt es ein Fazit und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hier seht ihr jetzt zuallererst das Spielbrett natürlich. Das sieht erstmal recht bunt aus, allerdings ist es doch, wenn man dann einmal davor sitzt, recht überschaubar. Ihr seht hier die ganzen Tierkreiszeichen, das Ganze mit ihren lateinischen Bezeichnungen natürlich. In der Mitte habt ihr dann Karten der Planetenbewegungen, denn am Ende der Runde legen diese Karten mal fest, welche Planeten sich ein Feld weiter bewegen und natürlich, dass der Komet danach auch fliegt. Dazu sage ich gleich nochmal was, denn in diesem Spiel habt ihr, wenn ihr möchtet, wirklich viele Möglichkeiten, Dinge zu planen. Und hier seht ihr immer, die Karte ist mal schon aufgedeckt, dass ihr seht, am Ende der Runde, welche Planeten bewegen sich, das heißt, worauf gehe ich jetzt, wie möchte ich am besten die Planeten weiter studieren. Dann seht ihr hier in den Ecken noch die einzelnen Studienbereiche. Das heißt, hier hat jeder Spieler und jede Spielerin die Himmelskörper liegen. Und immer wenn ich einen Himmelskörper studiere, lege ich einen Stein halt da drauf, um das anzuzeigen, dass eben dieser Planet studiert worden ist. Dann habt ihr die einzelnen Planeten. Ich werde die gleich, die könnt ihr jetzt von oben nicht ganz so gut sehen, ich werde die gleich natürlich hinlegen, damit ihr sie besser sehen könnt, wenn sie sich auf dem Brett bewegen. Und da gibt es dann zum Beispiel den Jupiter, dann gibt es natürlich Luna, also unseren Mond, dann haben wir den Mars, der natürlich verfügbar ist, dann haben wir hier Merkur und Sol, also unsere Sonne, dann gibt es noch die Venus, den Saturn. Und zu guter Letzt gibt es immer noch einen Kometen, der durch die Gegend fliegt. Hier oben gibt es einen Marker, der immer anzeigt, wie weit die Runde fortgeschritten ist, denn jeder ist in der Runde quasi dreimal dran und nach jeder Runde geht der Marker einen weiter. Das hier ist der Startspielermarker. Dann haben wir hier oben den Anzeiger für die Startposition des Kometen. Das ist für das Spielende recht wichtig. Jeder bekommt eine Karte, auf der er seine geheimen Ziele hat. Die sehen eben so aus. Das heißt, ihr habt dann diese Karte und da seht ihr bestimmte Planeten und diese Planeten solltet ihr auf jeden Fall studieren, denn sie bringen euch Bonuspunkte. Das wird hier unten angezeigt. Wenn ihr neben zwei von diesen Planeten studiert habt, bringt euch das einen Punkt. Habt ihr alle drei studiert, bringt euch das drei Punkte. Hier oben befindet sich noch eine kleine Spielerhilfe, die eben die Ikonografien der Bonuskarten aufzeigt. Dann haben wir hier die Konstellationskarten, die ausliegen
Und da seht ihr, es gibt noch die passenden Karten zu den einzelnen Tierkreiszeichen. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Im Prinzip gibt es drei verschiedene Farben. Es gibt die roten, das ist Aries, Sagittarius und Leo. Dann gibt es die grünen, das ist Virgo, Capricornus und Taurus. Und dann gibt es die gelben, das ist Libra, Aquarius und Gemini. In den Konstellationskarten gibt es auch Bonuskarten, das sind diese Sextantkarten, die natürlich dann als Joker einfach gewertet werden. Die kann ich quasi für jedes einzelne Sternbild verwenden. Erkläre ich euch aber gleich nochmal, wie da die Mechanik genau funktioniert. Und zu guter Letzt gibt es noch Bonuskarten und diese Bonuskarten sind im Prinzip Aktionskarten, die kann ich jederzeit spielen. Diese Bonuskarten schalte ich mir jedes Mal frei, wenn ich entweder einen Planeten beobachte oder aber wenn ich eben zwei von diesen Kometensteinen abgebe und dann kann ich eine Bonuskarte ziehen. Die können zum Beispiel sowas hier sein, dass ich einfach quasi das Ding abgeben kann, um einen Stein in einem gelben Feld zu legen oder in einem grünen Feld. Hier zum Beispiel kann ich meine Gegenspieler zwingen, eine Karte abzuschmeißen. Habe ich Saturn schon studiert, dann wird es verstärkt, dann müssen sie sogar zwei Karten abschmeißen. Hier wäre nochmal gelb. Hier zum Beispiel, wenn ich den Mars schon studiert habe oder mit der Karte müssen die Leute einen ihrer Konstellationssteine quasi vom Feld nehmen. Habe ich den Mars schon studiert, wird es wieder geboostet. Also die Karten, wenn ich diese Bonuskarten habe, kann ich natürlich auch auf die Planeten gehen, damit diese Effekte der Karten nochmal besser werden. Die kann ich dann halt jederzeit spielen, solange ich am Zug bin. Kommen wir zum Aufbau des Spiels. Jeder wählt halt eine Farbe. Ich habe das jetzt mal mit Blau und Gelb gemacht, weil ich hoffe, dass man das auf dem Spielfeld noch mit am besten von oben erkennen kann. Dann erhält jeder Spieler und jede Spielerin so eine Bonuskarte, damit man eben sieht, worüber ich noch Punkte generieren kann. Zusätzlich bekommt jeder Spieler und jede Spielerin noch zwei Konstellationskarten als Start. Dann wird ein Startspieler, eine Startspielerin ausgelost. Die bekommen eben diesen Marker hier, dann werden eben die ganzen Kometensteine hier alle an jedes Zielkreiszeichen wird ein Marker gelegt. Die Planeten werden je nach Szenario aufgebaut. In dem Falle befinden wir uns jetzt im Jahre 1967, dann zum Start nämlich der Apollo 11 Mission und da wurden eben die Planeten und die Himmelskörper so in den einzelnen Tierkreiszeichen platziert, wie sie eben auch damals wirklich zu sehen waren. Dann wird eben, wie gesagt, der Marker für den Start des Kometen platziert. In die Mitte kommen eben die Ereigniskarten, werden gemischt und die oberste Karte wird aufgedeckt. Die Bonuskarten werden einmal gemischt und bereitgelegt und dann werden eben hier sechs von den Konstellationskarten rausgelegt und der Rest wird als Nachziehstapel bereitgelegt. Das war es schon zum Material und zum Aufbau. Ihr seht es natürlich erstmal sehr farbenfroh. Allerdings muss man wirklich sagen, wenn man im Spiel drin ist, dann ist es auch wirklich gut, diese Farben zu haben. Denn wenn ich jetzt nur die Tierkreiszeichen hätte, dann ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Und so sehe ich direkt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Capricornus, selbst wenn ich nicht direkt weiß, wo sie liegt, grün, grün sehe ich sofort, sind dann nur noch drei. Das heißt, ich habe halt relativ schnell auch das passende Tierkreiszeichen gefunden. Es ist wirklich sehr übersichtlich, auch wenn das Board erstmal sehr bunt wirkt. Macht aber auf jeden Fall hinten raus Sinn, so viel kann ich euch schon mal sagen. Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zum Spiel und zu den Regeln. Und wie gesagt, da erkläre ich euch jetzt die einzelnen Regelsteps und gleichzeitig mache ich die immer anhand eines Beispiels, damit sie einfach plastischer sind, damit ihr das einfach besser verstehen könnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter zu den Regeln. Kommen wir dann jetzt einmal zu den Spielregeln und hier ist es eben so, eine Spielrunde läuft wie folgt ab. Es geht beim Startspieler los und dann im Uhrzeigersinn weiter, dass jede Person dreimal drankommt und das ist immer so, ich mache meine Aktion, nächste Person macht ihre Aktion, die nächste Person macht ihre Aktion, dann bin ich wieder dran. Das wird dann eben dreimal gemacht, dann ist die Runde vorbei und immer wenn ich dran bin, kann ich aus einer von drei Aktionen wählen. Und da ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen, wie ich eben auch diese Planeten beobachten kann. Und das ist der Kern von zwei der drei Aktionen. Fangen wir mit der einfachsten Aktion an, eine Konstellation beobachten. Wenn ich eine Konstellation beobachten möchte, dann gucke ich mir die einzelnen Planeten an, die ja immer in diesen Tierkreiszeichen sind. So, jetzt wäre natürlich mal gut zu wissen, ich gucke jetzt mal hier, meine Zielkarte wäre Mars, Luna und Jupiter. Der Mars befindet sich im Sternbild des Schützen, der Jupiter im Sternbild der Waage und der Mond ebenfalls. Naja, dann bräuchte ich auf jeden Fall schon mal wenigstens Libra, Sagittarius. Na, den Rest habe ich nicht. Ich habe jetzt hier Taurus und Capricornus liegen. Jetzt kann ich natürlich überlegen, okay,
Ich könnte natürlich jetzt versuchen, den Saturn zu beobachten. Wichtig ist, wenn ich einen Planeten beobachte, gucke ich immer, in welchem Sternbild ist er. In dem Fall Sternbild Taurus, ist ein grünes Sternbild. Ich kann jetzt einfach sagen, ich beobachte ihn, werfe einfach die grüne Taurus-Karte ab und lege einen meiner Steine in diese Konstellation. Wenn ich allerdings jetzt, und das ist jetzt im Prinzip das Kernsystem, habe ich Taurus nicht auf der Hand, dann kann ich auch einfach zwei grüne Karten abgeben. Das kann zweimal Capricornus sein, zweimal Virgo oder einmal Capricornus oder Virgo. Dann kann ich auch beide grünen Karten abwerfen und kann einen meiner Almagest-Steine, so heißen die, auf das Tierkreiszeichen setzen. Dritte Möglichkeit ist, und das ist aber eine sehr teure Möglichkeit, angenommen, ich habe komplett nichts Grünes auf der Hand, so, und möchte dann trotzdem den Taurus beobachten, dann kann ich drei Karten einer anderen Farbe abgeben. Die werfe ich dann ab. Sie müssen aber von derselben Farbe sein. Das müssen dreimal blau oder dreimal rot sein. Da ist dann aber egal. Die habe ich jetzt Aries, Aries und Leo. Das ist dann komplett egal. Die werfe ich dann ab. Und dann kann ich auch einen Stein auf eben diese, auf dieses Tierkreiszeichen legen. Grundvoraussetzung, um diese Konstellation zu beobachten, ist immer, dass dort ein Himmelskörper zur Navigation ist. Das heißt, ich brauche mindestens den Kometen oder eben Saturn, die Venus, Merkur, die Sonne. Also ich brauche zur Orientierung, damit ich diese Konstellation beobachten kann, einen Planeten. Das heißt, ich könnte nicht einfach sagen, oh hier, ich beobachte jetzt die Fische, denn dort befindet sich kein Planet. Also erste Aktion, einfach eine Konstellation beobachten. Das würde ich jetzt vielleicht einfach mal tun. Das heißt, ich werfe einfach den Taurus ab auf den Ablagestapel, lege meinen Almagest-Stein dahin. Nächster Spieler oder nächste Spielerin ist am Zug. Die zweite Möglichkeit, meine Almagest-Spielsteine auf das Brett zu bekommen, sind eben sogenannte Konfigurationen zu beobachten. Und das ist so im Prinzip das, ich sage jetzt mal, komplexeste im ganzen Spiel. Denn da gibt es viele verschiedene Konfigurationen, die ich eben beobachten kann. Und so habe ich die Möglichkeit, ich muss natürlich auch mehrere Karten spielen, aber kann auch sofort mehrere meiner Spielsteine auf das Brett bringen. Die erste Konfiguration, die ich beobachten kann, ist die sogenannte Konjunktion. Und bei der Konjunktion befinden sich zwei Himmelskörper, oder mindestens zwei Himmelskörper in ein und demselben Sternbild in der Sternkonstellation. Das haben wir hier einmal die Sonne und Merkur im Sternbild des Krebs und dann haben wir einmal Jupiter und Luna im Sternbild der Waage. Und jetzt gucken wir hier mal, wir haben hier vorne einmal Libra und den Joker. Denn genauso wie gerade, wenn ich einen Himmelskörper beobachten möchte, muss ich für jeden Himmelskörper entweder einmal genau die passende Karte spielen, in dem Falle Libra, also ich könnte jetzt auch zweimal Libra spielen. Für jedes Mal, wo ich Libra nicht spielen kann, darf ich zwei gelbe Karten spielen. Also hier im Beispiel, ich könnte einmal Libra und zweimal Gemini spielen zum Beispiel. Oder wenn ich gar nicht Libra habe, kann ich auch insgesamt vier gelbe Karten spielen. Für jedes Mal, wo ich die zwei gelben Karten nicht spielen kann oder Libra nicht spielen kann, muss ich eben zum Beispiel drei blaue oder drei rote Karten spielen. Das Prinzip bleibt hier immer gleich. In dem Fall haben wir jetzt einmal Glück, direkt zu Beginn des Spiels, denn wir haben einmal den Joker und Libra. Das heißt, diese Karten können abgeworfen werden und dann darf Gelb zwei Spielsteine in die Konstellation von Luna oder Jupiter stellen. Die zweite Konfiguration, die man beobachten kann, ist die Opposition. Prinzip der Karten ist wieder das gleiche und jetzt müssen die Himmelskörper aber gegenüber liegen. Also hier sehen wir zum Beispiel, Venus ist im Sternbild der Zwillinge und Mars im Sternbild des Schützen. Das heißt, wenn ich als blauer Spieler jetzt sowohl für Rot die passenden Karten spielen kann, als auch für Gelb, also für Gemini, dann dürfte ich hier in beide auf beide Positionen meinen Spielstein stellen. Ganz wichtig ist, nur bei der Konjunktion, die Konjunktion funktioniert nicht mit dem Kometen. Also wenn der Komet zum Beispiel hier bei Mars gelandet wäre, dürfte ich diese Konjunktion nicht beobachten. Allerdings für Opposition, für alles andere geht es auch mit dem Kometen. Die dritte Möglichkeit ist das Trigon und beim Trigon müssen es eben alle Bilder einer Farbe sein. Das heißt, Aquarius, Gemini, Libra zum Beispiel. Habe ich das, kann ich für alle drei die passenden Karten abwerfen, darf ich einen Stein auf Aquarius legen, einen Stein auf Gemini und einen Stein auf Libra. Diese drei Steine lasse ich mal kurz hier liegen, sie lösen nämlich eine ganz spezielle Mechanik aus. Ich will euch aber einmal kurz die letzte Mechanik erklären.
Die letzte Möglichkeit und die vierte, das ist eben das Quadrat, ist ein bisschen irreführend, denn hier geht es nicht darum, dass ihr vier Steine platzieren könnt, sondern dass ihr einfach auch wieder zwei Steine platzieren könnt, wenn eben zwei Himmelskörper sich in einem 90-Grad-Winkel zueinander befinden. Das heißt zum Beispiel, Aries und die Sonne würden gehen. Also es müssen immer zwei freie dazwischen sein. Das heißt, Aries und die Sonne würde funktionieren. Oder eben hier Merkur und Luna, das würde eben auch funktionieren. Und dann darf ich auch hier im Prinzip dann einmal die Steine so hinlegen. Muss natürlich auch hier wieder die passenden Karten bezahlen. Jetzt natürlich die große Frage, wofür mache ich das Ganze? Ziel des Spiels ist es am Ende, die meisten Siegpunkte zu haben. Ich bekomme Siegpunkte durch unterschiedliche beobachtete Himmelskörper. Ich bekomme Siegpunkte durch diese geheimen Ziele, die ich habe. Ich bekomme Siegpunkte durch Kometensteine, die ich sammeln kann oder durch einzelne Karten in den Bonuskarten, die ich freischalten kann. Und wann beobachte ich einen Planeten, wenn ich... durch zwei Möglichkeiten, nämlich entweder, wenn ich drei Almagest-Steine gesetzt habe oder am Ende meines Zuges. In der ersten Möglichkeit sehen wir, dass Gelb jetzt hier drei Almagest-Steine im Sternenbild Libra stehen hat. Und dann passiert Folgendes. Gelb nimmt diese zwei Steine zurück in den Vorrat und den einen verbliebenen Stein, den legt Gelb jetzt bei sich entweder auf Jupiter oder auf Luna. Jetzt sehen wir, sie müsste, um ihr Bonusziel zu erreichen, haben wir Sol, Venus, Mercurius. Hat nicht geklappt, dann würde ich einfach mal sagen, weil wir jetzt hier sehen, Luna bewegt sich gleich wieder, dann müsste ich gucken, was habe ich vielleicht für Karten, habe ich noch irgendwie gelbe Karten auf der Hand, also würde es sinnvoller sein, vielleicht Luna zu beobachten, weil im nächsten Zug Luna auf Blau ist, sodass ich dann hier besser beobachten könnte. Also tun wir mal so, dass sie sich dann für Jupiter entscheidet. Dann kommt der Stein oben auf Jupiter. Dann ist es so, solange hier noch ein Kometenplättchen ist, darf sich die Person, die es quasi beobachtet hat, sich ein Kometenplättchen nehmen. Und weil sie einen Planeten beobachtet hat, gibt es noch eine Bonuskarte. Und in dem Fall hat sie die Karte freigeschaltet, dass man eben einen Stein quasi irgendwo hinstellen kann und einen anderen dafür vom Feld nimmt. Die zweite Möglichkeit, wie ich Planeten beobachten kann, ist, ich kann mich jederzeit am Ende meines Zuges, das heißt im Prinzip theoretisch, wenn ich ganz viele Steine draußen hätte, dreimal pro Runde, kann ich mich auch dazu entscheiden, einen Planeten zu beobachten, bei dem zwei meiner Almagest-Steine stehen. In dem Fall wäre das total super, denn ich müsste eh den Mars noch entdecken. Das heißt, ich könnte hier diese zwei Spielsteine runternehmen und einen davon lege ich hier auf den Mars. Das heißt, auch ich bekomme diesen Kometenmarker und darf mir eine Bonuskarte ziehen. Wichtig ist aber jetzt, wenn ich diese Möglichkeit nutze, muss ich auf jeden Fall zwei weitere meiner Steine irgendwo vom Feld nehmen. Also recht teuer. Allerdings kann es auch ein strategischer Move sein, weil ich vielleicht noch unbedingt diesen Stein hier brauche und so weiter, weil ich unbedingt der Erste sein möchte und möchte das nicht verlieren. Dementsprechend kann ich das auch mal ganz schnell machen oder Richtung Ende des Spiels, wenn ich einfach schnellstmöglich noch irgendwie Punkte generieren möchte. Wichtig an dieser Stelle ist auch zu erwähnen, dass ich quasi jeden Planeten auch nur einmal im Spiel beobachten kann. Das heißt, jetzt, wo ich als blauer Spieler oder Spielerin den Mars schon entdeckt habe, darf ich nie wieder auf einem Feld, auf dem sich der Mars befindet, einen dritten Stein platzieren. Das heißt, ich darf auch keine Konstellation mehr beobachten, keine Konfiguration mehr beobachten, die das eben auslösen würden. Das heißt, ich kann nur noch Dinge tun, in denen ich halt den Mars nicht involviere. Da muss ich auch mal ein bisschen gucken, ob das so passt zu meinem Spielzug. Das ist halt immer super, super wichtig, damit ich da eben das nicht hinkriege. Es dürfen natürlich zwei Steine platziert sein, da wo der Mars, aber der dritte, der eben automatisch diese Beobachtung auslösen würde, das darf ich eben an der Stelle nicht mehr tun. Und die letzte und dritte Aktion ist, ich kann einfach Konstellationskarten nehmen. Ganz klassisch, da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich eine der ausliegenden, die nehme ich dann einfach auf die Hand und decke eine neue auf. Oder ich ziehe einfach irgendeine blind vom Stapel. Sollte ich, und das ist noch ganz wichtig, einen Joker ziehen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich den finde. Sollte ich einen Joker aus der Mitte wählen, also zum Beispiel hier wäre jetzt ein Joker gewesen und die erste Karte, die ich nehme, ist ein Joker, dann darf ich tatsächlich auch nur eine Karte ziehen. Wenn ich diese Asteroidenspielsteine habe, kann ich damit zwei Dinge tun. Das eine ist, ich kann zwei davon jederzeit in meinem Zug eintauschen, um eine von diesen Bonuskarten zu ziehen. Oder aber am Ende des Spiels sind jedes Mal drei davon ein Siegpunkt wert. Wie bereits erwähnt, bei den geheimen Zielen ist es so, wenn ich zwei dieser Planeten am Ende beobachtet habe, dann bekomme ich einen Punkt, bei allen dreien bekomme ich drei Punkte. So, und dann ist so, wenn alle ihren Zug gemacht haben, dann rückt dieser Marker immer einen weiter und am Ende des dritten Zuges
passiert Folgendes. Der Startspielermarker geht einen weiter. Dann wird dieses Ding wieder auf die 1 gesetzt. Dann bewegen sich alle Planeten. In dem Falle würde die Sonne jetzt sich ein Feld bewegen. Der Mond würde sich ein Feld bewegen. Der Mars würde sich ein Feld bewegen. Am Ende fliegt der Komet. Und der Komet überfliegt im Prinzip alle Planeten oder alle Konstellationen, in denen sich ein Planet befindet und landet dann auf einem freien Feld. Sollten sich zu diesem Zeitpunkt auf diesem Feld noch einmal Gäststeine befinden, werden diese auch automatisch vom Feld genommen. Danach wird eben diese Aktionskarte einfach abgelegt und es wird eine neue aufgedeckt, sodass ich für den nächsten Zug planen kann. Es gibt noch eine Sonderkarte und das ist die Eclipse, die Sonnenfinsternis. Bei der Sonnenfinsternis wird Folgendes ausgelöst. Alle Almagest-Steine, die in einer Konstellation liegen, die nicht durch einen Planeten, ich sage jetzt mal geschützt werden, werden vom Feld genommen. In dem Fall würde Gelb jetzt diese Steine verlieren, denn hier sind ja Planeten. Und jeder Spieler und jede Spielerin werfen gleichzeitig noch zwei Handkarten ab. Danach wird die Sonnenfinsternis auch abgelegt und es wird einfach eine neue Karte umgedreht und dann startet die Runde. Ja, wie endet jetzt das Spiel? Das Ziel des Spiels ist natürlich, die meisten Siegpunkte zu generieren. Wie generiere ich Siegpunkte? Indem ich eben Planeten beobachte. Für einen beobachteten Planeten gibt es einen Punkt, für zwei, zwei, für drei, vier, für vier, fünf und so weiter. Ich bekomme Siegpunkte für meine geheimen Ziele und eben für diese Kometen- oder Asteroidensteine. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel eine Person 12 Siegpunkte erreicht oder überschritten haben, dann sagt diese Person einfach, jo, ich habe jetzt die Punkte erreicht, dreht alles um, zeigt den Leuten das und gewinnt das Spiel automatisch sofort. Ansonsten wird so lange gespielt, bis der Komet eine volle Umrundung durchgeführt hat. Dafür gibt es hier oben diesen Marker. Das heißt, es werden immer wieder Karten umgedreht und der Komet fliegt hier schön außen rum. Und in dem Moment, wo der Komet eben dieses Feld erreicht oder überschreitet, endet das Spiel automatisch. Und dann werden halt auch alle Siegpunkte zusammengezählt. Es gewinnt dann die Person, die die meisten Siegpunkte hat. Bei einem Gleichstand gewinnt die Person, die eben die meisten Planeten entdeckt hat. Sollte da immer noch Gleichstand herrschen, dann gewinnt die Person, die die meisten Almagest-Steine draußen hat. Ja, und so läuft im Prinzip das Spiel. Also ich würde sagen, dass man so mit zwischen 30 und 60 Minuten rechnen muss. Das Spiel kann mal schneller, mal langsamer vorbei sein, je nachdem, wie die Himmelskörperkarten gezogen werden, die Ereigniskarten. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick bekommen und dann kommen wir jetzt nochmal zu meinem Ersteindruck und dem Kurzfazit. So, kommen wir zu meinem Ersteindruck und zu meinem Kurzfazit zu dem Spiel. Also ich muss wirklich sagen, ich war positiv überrascht. Zu Beginn habe ich das so ein bisschen vor mich hingeschoben und war so ein bisschen skeptisch, weil das Thema ja sehr speziell ist, obwohl ich sagen muss, ich bin ja jemand, der sich damit sehr gerne in seiner Freizeit befasst, also jetzt nicht mit Tierkreiszeichen, aber halt mit dem Universum, dem Kosmos und so weiter. Also ich gucke da mal ganz gerne auf Dokumentationen und Reportagen drüber und muss dann aber wirklich sagen, wir haben es dann jetzt gespielt und es hat wirklich überraschend Spaß gemacht. Also man muss wirklich gucken, ist im ersten Moment sind die Regeln sehr eingängig, sehr kurzweilig, aber im Spiel steckt doch auf jeden Fall viel mehr, als man im ersten Moment denkt. Und da muss man wirklich, diese Aktionskarten bringen halt noch Player Interaction mit rein, dass man sich gegenseitig attackieren kann. Ne? Also wir haben uns dann auch im Spiel wirklich ein, zwei Züge verhagelt, indem dann halt genau diese eine Karte, die ich gebraucht habe, und dann muss man ja schon gucken, irgendwann sieht man plötzlich, oh, der Komet ist jetzt plötzlich viel weiter fortgeschritten, als ich es erhofft habe, weil sich der und der Planet nicht bewegt hat. Das heißt, das Spiel hat jetzt weniger Züge, ich muss jetzt nochmal umdenken, muss nochmal gucken, okay, gehe ich jetzt vielleicht doch nochmal auf eine andere Strategie. Das fand ich schon super spannend. Dann, wie gesagt, diese Aktionskarten bringen nochmal einen gewissen Pfiff mit rein, ein bisschen Kniff. Ich finde die Mechanik, dass man auch alles im Prinzip so ein bisschen, also vieles geheim hält. Auch gestern im letzten Spiel war es dann auch so, dass dann plötzlich noch so eine Bonuskarte mit einem Punkt wieder da war. Und ich habe gedacht, so, oh, okay, krass. Das wurde dann auch wieder super eng. Über das Material kann ich natürlich noch nicht viel sagen. Da bin ich gespannt, was am Ende bei rumkommt. Aber ansonsten, die Kartenmechanik ist eingängig. Ich würde mal sagen, die Grundkartenmechanik ist jetzt, er findet das Rad nicht neu, also habe ich in so einer ähnlichen Form auf jeden Fall auch schon mal gesehen, aber ist eingängig, ist intuitiv. Ja. Entweder habe ich genau die Karte, um es auszuspielen, oder ich habe zwei Karten derselben Farbe oder drei Karten einer anderen Farbe. So,
Und wenn ich das habe, dann kann ich im Prinzip mir den Rest auch recht schnell merken. Und muss aber auch schon so ein bisschen vorausplanen, dass ich gucke, jetzt in der Runde kann ich Jupiter vielleicht nicht mehr beobachten, aber ich sehe gerade, der bewegt sich nicht in der nächsten Runde. Das heißt, ich kann jetzt vielleicht noch die Karte nehmen, kann dann im nächsten Zug direkt in meiner ersten Möglichkeit dann den Planeten beobachten. Ja, gebe ich jetzt die zwei Steine aus, um mir eine Aktionskarte zu holen? Will ich lieber auf den Punkt gehen? Versuche ich jetzt lieber nochmal jemanden zu attackieren? Also man hat durchaus viel mehr Möglichkeiten. Das Schöne an dem Spiel ist, und das habe ich auch so genossen, dass es durchaus zu einem kleinen Hirnzwirbler werden kann, denn man muss genau gucken, okay, da auch noch sei gesagt, dass die Planeten hier unten rechts noch eine kleine Ziffer haben, also für die Leute unter euch, die wirklich gerne viel planen möchten, die Ziffer auf dem Planeten sagt, auf wie vielen Ereigniskarten sich der Planet bewegt. Also da muss man auch sagen, da wurde auch wieder mitgedacht, denn wenn man sich jetzt mal mit unserem Sonnensystem so ein bisschen befasst, ist es ja so, dass aufgrund der Rotation und der ganzen Zusammensetzung des Sonnensystems manche Planeten sich zum Beispiel schneller bewegen, das heißt viel, viel schneller auch bei uns am Firmament, am Himmel quasi rotieren und manche halt langsamer. Das heißt natürlich auch, dass es auch auf den Karten streng genommen oder natürlich auch logischerweise Planeten gibt, die sich einfach viel schneller bewegen. Das heißt, das Ganze wurde wirklich versucht, thematisch auch umzusetzen, was ich sehr gut finde. So mit sowas catcht mich auf jeden Fall. Das Board, würde ich sagen, ist im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr es dann aber gespielt habt oder wenn ihr es spielt, werdet ihr merken, ja, macht Sinn, ist übersichtlich, ich sehe alles, was ich sehen muss. Aufgrund der Karten wirkt es überhaupt nicht überladen, denn ich habe die Karte in der Hand und ich gucke auf das Board und ich sehe sofort, wo meine Möglichkeiten liegen. Ne? So, deswegen, von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Guckt euch die Kampagne wirklich an. Ich bin sehr gespannt drauf, auch wie die finale Version aussehen wird, wie das finale Material aussehen wird, was es noch für Add-ons geben wird. Ich habe keine Ahnung, wie die Stretch Goals aussehen. Kann ich euch wirklich noch überhaupt nicht sagen. Da bin ich wirklich auch überhaupt nicht im Bilde. Ich fand es wirklich sehr cool. Ich würde es so vom Komplexitätsgrad würde ich es im Kennerspielbereich ansiedeln, also jetzt nichts für die Mega-Experten, für Familie, also wenn dann gehobenes Familienspielniveau, weil man halt, sag ich mal, die Kartenmechaniken, die Grundmechaniken sind recht einfach, aber es bedarf doch durchaus schon einer gewissen Planung und deswegen würde ich sagen, gehobenes Familienspiel bis Kennerspielniveau, da seid ihr auf jeden Fall richtig. Wenn euch das Thema gefällt, solltet ihr euch das auf jeden Fall auch angucken, denn ich finde, dass das Thema wirklich auch thematisch gut umgesetzt wurde. Gut, Kartenmechanik würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen Set Collection, damit ich eben ne, die Karten sammeln muss, um sie abzulegen. Okay, aber ansonsten wirklich fluffiges Spiel. Also wir haben wirklich auch in der Dreierpartie mit Regelerklärung 45 Minuten. Keine Ahnung, ich würde mal vermuten, wenn ihr zu viert spielt, braucht ihr vielleicht eine Stunde. Ohne Regeln vielleicht sogar nur 45 Minuten. Super cooles Ding. Kann man bestimmt auch schon fast als Absacker dann nochmal spielen, wenn man das möchte. Also insofern da von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann bin ich auf jeden Fall fertig für heute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Spiel und zur Kampagne sagt. Und dann bin ich auf jeden Fall raus für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das erste Mal da seid. Und natürlich auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer am Start seid, wenn neuer Content kommt. Und ansonsten bleibt sauber und gesund, zockt fleißig einen weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Potti.